Ein herzliches Willkommen an Deutschland. Willkommen zur unsichtbaren Universität. Wir sind hier in London. Wir haben viel zu tun. Also fange ich gleich mal an. So, der Link geht jetzt zuerst an mein Christentriumvirat raus. Weil ich habe einen Auftrag für euch. Weil ich habe ein PDF gefunden. Das sind 5000 Seiten. Und da hat sich ein Sprachforscher hingesetzt. Und die hebräische Bibel sinngemäß 1:1 ins Englische übertragen. Es sind 5000 Seiten. Ich bin echt gespannt drauf, was passiert. Ich habe mir die Einleitung schon durchgelesen. Es klingt sehr, sehr vielversprechend. Das Problem ist, ich habe viel zu viel zu tun. Ich bin momentan die einzige Angestellte der unsichtbaren Universität. Aber ich habe schon angefangen, Geld mitzuverdienen. Und jetzt muss ich mich ranhalten und mehr Leute mit ranbringen. Also habe ich einen Auftrag für die Christen. Und zwar möchte ich, dass ihr mir eure Lieblingsbibelstellen schickt. Lieblingsparabeln und so ein Kram. Oder vielleicht, wenn ihr euch richtig anstrengen wollt, dann nicht die Parabeln, die euch persönlich am besten gefallen, sondern die, die heutzutage am lehrreichsten sind. Die Lektionen aus der Bibel, die wir heutzutage immer noch nicht gelernt haben, weil da gibt es ja einige. Aber ich kenne die Bibel nicht gut genug, um mich da selber durchzuforschen. Also würde ich das dann gerne mal an die Spezialisten abtreten. Im Gegenzug bin ich dann euer Webmaster, euer Internetspezialist. Was so... Oh, das Internet. Das Internet sind ja so viele Dinge. Und ich kenne sie alle. Naja, muss ja jetzt auch nicht sein, da ins Detail zu gehen. Weil das ist ja schon so ein bisschen traumatisierend, so im Internet aufzuwachen. Aufzuwachen? Aufzuwachsen. Ja, also das ist dann die deutsche Einladung. Ich bin ein bisschen im Stress immer, weil es ist ja dann schon ein bisschen politisch, sich eingehend mit der Bibel zu beschäftigen, um mal so zu schauen, was denn Jesus uns eigentlich mitteilen und beibringen möchte. Weil wenn man sich so vor allem die USA anschaut, denke ich jetzt mal, dann kann das, was Jesus gesagt hat, schon ziemlich missbraucht werden. Weil so läuft das halt mit esoterischen Schriften, die dann so angelegt sind, dass eine Person sich selber reininterpretieren kann. Weil ist ja der Sinn und Zweck, weil man soll ja was lernen, wenn man es liest. Also muss man sich reininterpretieren. Ja, das heißt dann, dass die Magier, die die Bibel lesen, automatisch Jesus werden. Aber Jesus, historisch gesehen, war ein krass mächtiger Physiker, Metaphysiker. Meine deutsche Sprache ist recht holprig nach 3 Jahren hier. Ach, er war ein Metaphysiker, ein Mystiker, ein Prophet. Propheten gibt es auch heute noch. Ich habe ein Buch gefunden, das aus den 30ern ist. Es ist fast 100 Jahre alt jetzt. Aber dieses Buch geht ins Detail. Im Prinzip erklärt es, wie in verschiedensten Kulturen, von Sibirien zu Irland zu Hawaii, ganze Bandbreite, wie es dort den Prophetenberuf im Prinzip immer noch gibt. Schamanen und Hexendoktoren, das sind alles Propheten im weitesten Sinne. Darauf basierend, wie sie ihre Informationen erlangen und dann damit umgehen. Weil es ist göttliche Inspiration, die dann in künstlerische Form gepackt wird. Das ist Prophezeiung, damit die Leute das verstehen. Und es muss Kunst sein, weil man muss ja die Leute zum Denken anregen. Also kann es nicht wortwörtlich einfach übertragen werden. Weil außerdem haben wir gelernt von der Psychologie, dass das Unterbewusstsein in Symbolen redet. Also könnte man als Prophet das, was man da so liest im Buch der Welt, kann man ja jetzt irgendwie nicht so wortwörtlich übertragen, weil das macht ja keinen Sinn und dann klingt man einfach wie eine verrückte Person. Und das bringt ja dann niemandem was. Also war das jetzt eine kurze Einführung, die ich nur improvisiert habe, weil ich auch mal wissen wollte, wie es um mein Deutsch steht. Und um meine deutsche Rhetorik steht es nicht sehr gut, wie ihr hören könnt. Also müssen wir daran arbeiten. Und jetzt ist das Video gleich vorbei. Also sage ich Gruß und Kuss.
Und dann machen wir einfach mal Deutschwoche die Woche.